Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Scrap Mechanic. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Oxhawk und wir legen auch gleich los. Wir haben ein paar kleine Performance-Probleme, weil diese Fahrzeuge echt es in sich haben. Und was haben wir eigentlich heute? Heute haben wir ein paar große Fahrzeuge und zwar ein Offroader von Crafter King und zwar ein Luxus-Offroader. Bin ich mal gespannt, das sieht ja mal richtig ultra aus. Dann haben wir diesen Hapsel-Bus, der ohne Mods gebaut wurde, von Hapsel. Dann haben wir diesen MAN-Truck von RoboCrafter. Sieht ja auch richtig krass aus. Das hier, das gefällt mir richtig gut. Der Hänger ist jetzt nicht so spektakulär. Zwar auch anders, aber die Front, die ist ja mal ultra. Da bin ich mega gespannt. Und dann haben wir einen Bus von Goomba. Ein MAN Lion. War ja auch schon mega gespannt. Sieht auch sehr, sehr clean aus. Sehr, sehr modern. Da bin ich schon sehr gespannt. Schauen wir mal. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem da an, weil der am meisten Performance frisst. Das liegt ein bisschen an den Rädern und an dem Fahrwerk, das er nämlich hat. Und ja, allgemein ist er ziemlich aufwendig gemacht. So, schauen wir uns das mal an. Okay, er hat vorne zwei Achsen. Ungewöhnlich. Aber kann man machen. Blattfedern, sehe ich gerade. Okay, sehr cool. Sehr cool. Hinten auch, okay. Bin ich mal gespannt. Oh, hier fährt der Ersatzrad. Hat der eine Hinterradlenkung? Sieht jetzt nicht so aus. Motoren sind direkt da in der Nähe der Achse. Okay. Vorne hat er bedacht, hier Doppellenkung zu machen. Ah, okay. Ja, dann kann man das auf jeden Fall auch so machen, dass er vorne die zwei betreibt, hinten nicht. Also belenkt, ne? Dass die hinten nicht gelenkt werden, nur vorne. Ja, das ist eigentlich ganz stimmig dann. Und er hat dann gedacht, schweres Fahrzeug, große Reifen, doppelte Bearinglenkung zu machen. Okay, also hier sieht man ein bisschen fetten Motor. Könnte V8 sein, oder? Hm? Was haben wir denn? Was ist ein... Was ist das? Ein 12-Zylinder, alter Schwede. Okay. So, hier haben wir einen Schalter. Oh. Hm. Schön. Naja, wir haben hier drei... 3, das ist halt Nummer 3, 3, 6, 12, 12 Zylinder, meine Fresse. Das ist ja mal ein gewaltiges Teil. Ah, da kann ich schon ins Wohnzimmer gucken, schön. Ja, nee, machen wir wieder runter. Fahren wir mit dem Truck mal ein paar Meter. Und dann müssen wir auf die andere Seite. Wie kommt man hier hoch? Das ist ja unglaublich. Das ist ja kein Haltegriff und nix. Oh ja, das ist stimmig. Ach, also die Lenkung ist auch stimmig, ne? Das passt soweit. Okay, hoher Schwerpunkt, ein bisschen wabbelig, aber stabil. Reifen spacken ab und zu mal. Na, man könnte ihn umkippen. Man kann ihn aber auch so halten. Da sollte man auf Nummer sicher gehen, wo die Teller stehen. Aber ansonsten ist das ziemlich cool. So, was haben wir? Zwei Blinker links, Blinker. Ah, hier Warnblinker, ja. Und Blinker rechts. Sind wir synchron? Ja, wir sind synchron. Schön. Super. Dann haben wir ja, Nebellicht. Oder normales Licht. Dann ist das hier wahrscheinlich eher Fernlicht. Das sieht auch cool aus. Wah, 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 wah. Was haben wir hier? Stützen. Ach, cool. Damit das schön steht im Schlamm. Hinten die Reifen. Sind die zu nah aneinander? Nee, ne? Oder? Das sieht so komisch aus. Das schauen wir uns gleich mal an. Sie sind schon ziemlich nah beieinander, ne? Also hier auch. Es kann sein, dass sie ab und zu mal sich so ein bisschen in die Quere kommt. Man sieht das zwar nicht, ja. Aber meistens haben die Reifen manchmal doch noch ein bisschen mehr Kollisionsbox. Aber das schauen wir gleich uns an. Der war das.
Was mir gut gefällt, ist das Fahrwerk. Das ist gut. Also es ist nicht zu heftig. Ne? Plattfedern ist auch sehr, sehr passt zu dem Fahrzeug. Ah, hier hat er vielleicht ein bisschen wenig Platz hier. Ja, da hat er schon. Das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, warum die Reifen dann mal ab und zu rumfliegen. Aber das Fahrerische wird kaum beeinflusst. Das ist eigentlich okay. Was halt heftig ist, ist echt die Höhe. Ne? Das ist ja wirklich allerhand. Aber gut. Warte, machen wir jetzt auf Stützen. Die 7. Ne, die 8 war das. So. Dann krabbeln wir jetzt mal nach hinten. So, wir haben hier. Eingangstür, glaube ich. Wie funktioniert das? Ach, das ist die Schiebetür, oder? Hängt ein bisschen. Hm. So, wie. Ach so, mal. Ach so, boah. Das ist aber erdrückend. Aber krass, dann hat der zwei Etagen, oder was? Mit einer Galerie. Das ist aber ein bisschen erdrückend, finde ich. Aber es geht. Ja? Man darf halt wirklich nicht hüpfen. Aber hübsch hier drin, hübsch. Was mal hier? Kommt hier das Schlafgemach? Na, hier ist das Badezimmer. Boah, mit Badewanne. Und Radio. Wo ist der Fernseher? Oh, das ist aber auch schön. Alter, das ist ja wirklich Wahnsinn. Oh. Hä? Wie ist das? Hä? Das wirkt ein bisschen komisch. Weil das so weit vorne ist. Hm. Dusche, Abfluss, Brause. Klopapier, Toilette. Aber ein kleines Gimmick? Nee. Jawohl, spülen. Ah, hier sind noch mehr Lichter. Boah. Das ist schon geil. Aber das verwirrt hier. Dass hinter dem Spiegel eine Pflanze steht. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber das ist jetzt. Hier haben wir ein hohes Niveau. Ah, schön. Oh, nee, doch nicht. Viele vergessen immer oder machen das. Weil die stellen die Lichter auf 1 ein, ne? Das ist auch nicht dumm, wenn das nur so einen Akzent darstellen soll. Weil wenn die Lichtreichweite auf 11 oder 20 ist, wirft der natürlich einen großen Lichtkegel, der berechnet werden muss. Wenn man den aber auf 1 stellt, wirft er keinen so großen Lichtkegel. Ergo, er muss nicht berechnen. Oder zumindest nur den ersten Block weit. So, boah, King-Size-Bett hier oben, klasse. Hier? Was macht der? Keine Ahnung. Lass mal an. Ach, süß. Aha! Ah, das ist das hier. Das ist hier. Cool. Okay. Haben wir noch ein Licht? Ah, damit kann man es wieder ausmachen. Okay. Das finde ich sehr kreativ hier mit dem Deckel hier. Mit diesem Muster. Das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant. Eine coole Idee. Mal hier noch was machen. Was ist mal da? Was ist das? Gehen wir mal raus. Schauen wir doch mal von oben an. Ich habe irgendwie das Gefühl, was da hier irgendwas. Was? Warum ist das hier so eine große Kante? Ach, das ist wahrscheinlich getrennt noch, ne? Aber ich habe nichts vergessen oder so, hoffe ich. Das sind Solarzellen da auf dem Dach. Geil. Klasse Fahrzeug. Also wirklich sehr cool gemacht. Gefällt mir gut. Hä? Wo kommt denn diese Tür, diese Treppe her? Da ist jetzt eine Treppe. Oh! Ach, die ist bestimmt durch irgendeinen Knopf ausgefahren. Wahrscheinlich durch das Türöffnen. Ah, jetzt geht die Tür auf. Klasse. Nee, sehr, 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 sehr schönes Fahrzeug. Also wirklich astrein. Gefällt mir gut. So, aber braucht viel Performance, wie man sehen kann. So, okay, jetzt haben wir hier mein Hals. Einen Truck von Haspel. Einen Bus, Entschuldigung. Hier, schöne Schiebetüren. Ah ja, genau. Komplett ohne Mods übrigens.
Beep. Oh. Ha. Was ist das? Das ist der Technikraum. Hallo, Mr. Technik, bist du zu Hause? Au! Mein Kopf! Der ist doch nicht aus... Was ist der? Nicht aus Metall. Okay, was ist das? Ach, wie geil! So ein Wackelbimpel. Sagen wir mal Licht an, ne? Mal Leute sehen, wo wir aussteigen. Ach, hier kommen wir auch an. Hier so Luftluken. Was ist das? Achso, auch so ein Knöpfchen. Ach so, das ist so ein Notausstieg, oder? Ah, cool. Hier geht irgendwo Licht an und das sieht auf jeden Fall gut aus. Warte mal, setzen wir uns jetzt mal hin. So, eins ist zwei, Tür zu. Zwei ist hinten Tür. Drei ist hier Licht. Vier ist anderes Licht. Dann haben wir fünf Innenraumlicht. Also schön blau, ne? Das ist gut. Blinker machen wir mit links. Was ist jetzt los? Hilfe! Was ist denn jetzt? Wieder runter. Ach so, mit 6 fahren wir hoch und runter. So Wartungsmodus oder was? Okay, fahren wir mal. Doppellenkung gemacht, also mit doppeltem Bearing. Sehr schön. Der Büppel vorne ist saugeil. Das ist cool. Hui! Quack, quack. Fliegt zwar vielleicht ein bisschen zu enorm rum, ne? Oh, jetzt hat es sogar einen Überschlag gemacht. Schau mal. Hui! Und? Hui! Und? Hui! Meine Güte! Das ist lustig. Ne, ein sehr, sehr, sehr schöner Bus. Oh, da hinten hängt was raus. Was ist denn das? Ist das der... Oh, der hat eine Hinterradlenkung. Das ist ja übel. Oh. Und nochmal. Hui! Und nochmal. Und... Ah, oh, das war nichts. Und... Hui! Nee. Warte, es muss sich erst beruhigen. Achte, und... Hui! Da hat dann eingebauten Topspin in der Frontscheibe. Unglaublich. Wahnsinn. Nee, ein sehr schöner Bus. Jetzt warte mal, jetzt machen wir mal kurz Fahrgast. Ja, hier so Knöpfchen drücken. Jetzt haben wir, glaube ich, die Meldung bekommen, Türchen aufzumachen. So, welches Türchen machen wir denn heute auf? Das 10. Nee, nicht ganz. Oh, hat's mal wohl irgendwie den ein bisschen zu nah gekommen. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass du nicht auf Körperkontakt stehst. So, okay, öffnen wir die Sesamtür. Die ist jetzt nicht aus Sesam, ja, also, genau. Okay, was haben wir hier unten? Oh, da ist auch noch so Proviant drin. Klopapier zum Kacken. Ah, schön. Was haben wir hier? Oh, warte mal. Geht das jetzt über... Oh, warte mal. Warte, ich mach die Tür schnell zu. Warte, warte. So, ja, jetzt... Jetzt können sie öffnen. Was haben wir hier so für schöne Sachen? Komm schon, lass gucken. Hallo. Danke. Ah, ein Schuh. Wo ist der andere Schuh? Hoffentlich auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, wo ich den hingelegt habe. Warte mal hier. Bisschen Technik. Das ist eigentlich eine interessante, kreative Art, hier ein Nummernschild zu machen. Cool. Entschuldigung. So. Hey, wo ist mein anderer Schuh? Ich wusste, dass der hier auf der anderen Seite war. Nee, keine Ahnung. Wo ist denn jetzt der andere Schuh? Ich habe nur einen Schuh. Vielleicht, der liegt bestimmt irgendwo hinter der Kiste. Oder in der Kiste. Na gut. Ja, schöner, kleiner, stabiler, super toller Bus. So, bei dem habe ich irgendwie das Gefühl, er wandert immer weiter darüber. Guck mal, er bewegt sich. Komisch. Warum macht er das? Na gut. Oh, hier steht gleich fett MAN, damit man gleich weiß, wo man sitzt. So, jetzt fahren wir den mal ein bisschen weg, bevor er dem anderen zu nahe kommt. Okay, also wir haben einen Elektrobus. Schöne Türen. Na, so vor allem flach. Das finde ich ziemlich cool. Drei Türen mit Push-to-Button-to-Switch.
Matt-Fierslicht. Licht. Ein bisschen matt. Oh. Dann haben wir vorne Anzeigetafel. Was haben wir hier? Ah, Technik, oder? Da kommt man an die Technik ran. Das ist ja cool. Aha, schön. Blinker? Haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, fährt sich gut, nicht zu schnell. Sehr wendig. Haben wir eigentlich hier irgendwo Knopf hier so, ne? So, ich möchte aussteigen. Achso, warte mal, die Tür war schon offen. Das ist hinten. Das ist vorne. Okay. So, dann machen wir das jetzt nochmal. Ich möchte aussteigen. Ich glaube, da passiert nichts. Weil das ist ja lustig, hier so ein kleines Ablagefach hier oben. Cool. Hey du! Hey! Wo ist der Fahrer? Ich will aussteigen! Ah, jetzt ist es rot. Schau her. Jetzt ist es rot. Welche Tür haben wir aufgemacht? Die mittlere. Jetzt ist es wieder nicht rot. Schau her. So, warte. Vielleicht muss ich erst ein paar Meter fahren oder so. Ah! Da hinten ist noch offen. Deswegen, wahrscheinlich. So, fahren wir mal ein paar Meter? Nee, 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 nee. So. Und jetzt? Knöpfchen. Ha! Jetzt, genau, jetzt ist rot. Wunderschönes Rot. Die Anzeigetafeln sind cool, ne? Hier so mit den Stangen, die da so reingehen. Sieht gut aus. So. Und jetzt mache ich Türchen auf. Zack. Jetzt müsste gleich das Rote ausgehen, oder? Wahrscheinlich, wenn ich wieder zumache. Oh. Nö. Oh, was war das jetzt? Ach, das sind die Anzeigetafeln. Hey, komisch. Vorne ging nicht, aber auf die mittlere hat da jetzt reagiert. Warte mal. So, schauen wir mal. Ah, auf die mittlere reagiert. Ist das vielleicht kommt es drauf an, wo ich Knöpfchen drücke. Warte mal. Drücken wir mal hier vorne. So. Jetzt. Was ist, wenn ich jetzt hinten aufmache? Geht. Es kann sein, dass der Grundgedanke ist, vorne steigt man nur ein. Ich glaube, da gibt es so Busse, ne? Wo man nur vorne einsteigt. Und deswegen macht das wenig Sinn vorne. Oh, schön. Toll. Ein super cooler, schöner Bus mit vielen kleinen Finessen. Richtig geil finde ich, dass er sehr viele flache Blöcke eingebaut hat. Dadurch hat man nicht so viel Platz verschwindet. Finde ich schön. So, jetzt haben wir hier noch einen wundervollen Truck, der vorne ziemlich cool aussieht. Ah, die Reifen sind mir aber zu breit. Das ist viel zu breit. Und irgendwie sitzt der Reifen nicht da, wo er, glaube ich, soll. Vorne sitzt er ja weiter vorne. Vorne ist er vorne. Hinten. Rechts ist er vorne, links ist er hinten. Und hier auch. Oh. Oh, das stimmt aber was gewaltig nicht. Ja, mal gespannt. Vielleicht reguliert sich das gleich noch. So, hier haben wir einen Entfernblock. Okay, so. Hey, das kann ja nicht Absicht sein, oder? Das sieht doch scheiße so aus. So, aber die Front ist richtig cool. Die gefällt mir richtig geil. Die Reifen finde ich überhaupt nicht gut. Also, nimm unbedingt andere Reifen für dieses Fahrzeug. Erstens sehen sie nicht, passt das einfach nicht. Also überhaupt nicht. Hinten, das sind typische Offroad-Reifen eher. Oder so Dragster-Reifen vielleicht noch. Und das vorne, das, was ist das? Keine Ahnung. Das sieht total komisch aus. Und dass hier die Lenkung, also dass der Reifen rechts eins weiter vorne ist als links, das sieht auch scheiße aus. Ist das bei den anderen Reifen? Das hast du ja überall so. Was ist da passiert? Naja gut. Fahren wir mal.
Das ist aber nicht schnell. Ah, hier. Ach geil, das kommt da oben raus. Cool. Ah, okay, cool. Nee, an sich ist es ein sehr schöner Truck, muss ich dir lassen. Okay, ein paar Tipps. Was ich immer gerne sage, solche Fenster wären nicht legal. Das wäre niemals im Leben erlaubt auf dieser Erde. In keinem Kontinent, auf keinem Planeten wäre das so erlaubt. Weil du siehst ja nichts. Woher soll der Fahrer jetzt hier, wenn ich jetzt hier in die Ego gehe, wissen, ob da rechts ein Auto ist? Oder links? Da sieht ja nichts. Und das hier ist auch viel zu fett. Das ist ganz dünn. Wenn überhaupt, ist da nichts. Also da ist ganz dünner Rahmen. Das ist die A-Säule, die ist ganz dünn. Und dann ist hier eine riesen Scheibe, damit der gucken kann, ob da jemand ist. Und rechts genauso. Niemals zu klein machen. Das ist blöd. Das sieht sonst doof aus. Und die Reifen, also wirklich oberdeckt. Hol dir andere Reifen. Schau mal. The Creed Wheel Pack. Das sind richtig geile LKW-Reifen hier. Also irgendwie ist das total seltsam. Dass es so versetzt ist. Das gibt's ja nicht. Also du musst auf jeden Fall hier mit in die Mitte gehen. Ne? Also das hier ist die Mitte. Dann musst du hier hin. Mit dem Teil. Und da kommt dann der Reifen hin. Schau mal, dann sitzt er auch da, wo er soll. Also keine Ahnung, was du da gemacht hast. Aber das wäre hier so ein richtig schöner Reifen. Für die LKWs. Hinten dann hier, ne? Die da. Das sind also Schwerlastreifen. Oh, das sieht dann schon ganz anders aus. Weil die Reifen, die du jetzt benutzt hast, die sind nicht schön. Nicht für einen LKW. Genau. Das ist das Creed Wheel Pack, glaube ich, heißt es. So, was haben wir hier? Okay. Was können wir hier machen? Zumachen. Und mit zwei, was passiert da? Oh, jetzt komme ich nicht mehr raus. Ach, da macht mal die andere Klappe. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Ja, das ist blieb. Ist ja eine richtige Falle da drin. Also was hast du denn mit den Reifen gemacht? Das gibt's doch nicht. Ich will jetzt fast schon sagen, das ist ein Bug. Aber du hast hier dann. Hier sind auch noch Blöcke dazwischen. Was ist denn das? Hä? Ich verstehe das nicht. Ja, wieso ist der Block rund? Also. Naja gut. Ich verstehe es nicht. Was haben wir hier? Oh. Wo ist der Knopf dafür? Ah, hier. Das ist ja mal cool. Schön. Oh, aber ein bisschen hoch. Viel zu hoch. So. Das ist ja mal richtig geil. Das habe ich bei auch noch keinem gesehen. Da könntest du vielleicht sogar noch hier die flachen Blöcke nehmen. Sind es die Half. Hier entweder die Half-Blöcke oder genau die hier. Aber das sind, da gibt es so große viereckige Blöcke. Die könntest du dafür nehmen. Das wär super geil. Dann könntest du richtig flach auf dem Boden mit so einem Gabelstapler schön drauf fahren. So, dann hat er aber noch ein bisschen was reingelegt. Schön. Ja, also wie gesagt, ein schöner Truck, aber vielleicht ein paar Kleinigkeiten noch ausbessern. Also wie gesagt, Reifen unbedingt, auch die Position, das geht gar nicht. Also das sieht total komisch aus, was auch immer da passiert ist. Und vielleicht die Scheibe hier noch vergrößern. Das sieht zwar cool aus, aber der sieht ja so nichts. Die Front ist astrein. Und ansonsten ist der Truck eigentlich auch ziemlich cool. Könnte sogar höher sein. Ja, meistens sind die genauso hoch wie hier. Also wirklich noch zwei, drei Blöcke nach oben gehen.
Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hatte euch gefallen, weil sowas ist ein Like. Dann lassen wir es uns in der nächsten Folge. Hat mich gefreut. Schöne Kreation wieder mal. Und morgen... Was machen wir morgen? Auf jeden Fall Fangration. Ich weiß nur noch nicht so genau, was für Fangration. Schauen wir mal. Bis dann. Tschüss. Schönen Tag noch.